Mein Name ist Peter Zielmann, ich komme hier aus Einsiedeln und habe vor 3 Jahren Dinair gegründet. Das ist mein persönliches Projekt, mein Start-up-Unternehmen und wir uns auf Tiefkühl-Spezialitäten ohne Konservierungsstoff fokussieren. Freisinn ist für mich viel mehr als nur eine politische Richtung oder ein politischer Zusammenhang. Für mich ist es viel mehr in einem freien Kontext denkt, kreativer denkt und so neue Ansätze für den Bereich Umweltschutz findet. Wir haben das bei uns damals so gemacht, dass wir schlicht einfach auf Verpackungen verzichtet haben, bei Tiefkühlprodukten, etwas, was es damals so noch nicht gegeben hat. Das war damals in der Startphase von Dinair genau der Punkt. Oder? Wir waren eigentlich die Einzigen, die Tiefkühlprodukte ohne Verpackung verkauft haben. Das war ein Konzept, das wir mit dem Laboratorium der Urkantone hier im Kanton Schweiz eigentlich entwickelt haben. Und haben das so bestätigt bekommen, dass das in der Ordnung ist. Und ich habe nachher über ein Jahr lang meine Firma so aufgebaut. In verschiedenen Kantonen in der ganzen Schweiz eigentlich aktiv gewesen und das hat alles reibungslos funktioniert, bis wir eines Tages aus dem Kanton Zürich ein Feedback bekommen haben, wo der Verkauf von Tiefkühlprodukten ohne Verpackung verbietet. Wir haben nachher sehr, sehr schnell, damit wir die Firma im Leben erhalten können, auf eine Verpackung, sehr bescheidene, aber es war eine Verpackung gesetzt, um weiter Umsätze zu generieren. Und mit der Motion zusammen nachher von André Silberschmidt wird es uns natürlich gelingen, wieder zu den ursprünglichen Formen zurückzugehen, damit wir die Produkte wieder ohne Verpackung unseren Kunden anbieten können.